Ja, Leute. Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Guide of the Lamb Stream. Mit unseren zigtausend Opferlämmern. Ja, beim letzten Mal haben wir den dritten Priester, also beziehungsweise den dritten Petzer besiegt. Und heute ist der letzte von denen dran. Zumindest ist das der heutige Plan. Und wie war das? Das Teil hat kein Holz mehr. Das können wir ganz schnell ändern. Was willst du, Sunny? Ja, was brauchen wir? Wir haben das Essen hier satt. Wir brauchen etwas Abwechslung. Bitte würdest du uns ein paar Fischgerichte zubereiten? Führe das Ritual des Fischens durch. Sollte möglich sein. Du mach weiter diese Goldbahn. Hier füge ich ein paar von den Holzsteintreppen hinzu. Und hier mache ich noch ein paar Bohlen. Das ist die sinnvollste Verwertung, die ich gerade davon habe. So, wir könnten hier noch ein bisschen Hingabe abholen und, glaube ich, direkt eine neue Fähigkeit freischalten. Nein, tatsächlich fehlt ein bisschen was. So. Ich habe mir übrigens mal ein bisschen die Erfolge noch von dem Spiel durchgeguckt. Wir haben noch ein bisschen hier was zu tun, auch wenn wir jetzt hier die letzten Bosse fertig machen. Ich muss zum Beispiel nämlich noch alle Fliesen sammeln. Ich muss alle Astragaloi-Gegner besiegen. Wir haben da noch was vor uns. Vor allem Dingen, manche von den Herausforderungen bestehen daraus, ich muss ein paar von den Bossen No-Hit schaffen. Diese Schreienflammen, die finde ich ganz praktisch. Die will ich auf jeden Fall auswerten. Kriege ich noch schneller meine Hingabe. Vor allen Dingen, ich muss da nicht mal selber was machen, um das nochmal aufzuwerten, so gesehen. Ich würde tatsächlich auch nochmal ein paar von diesen Opferstatuen hier hinstellen. Weil die geben ja richtig praktisches Zeug dadurch. So, einmal kurz gucken, könnte ich das Ritual des Fischens eigentlich überhaupt durchführen? 37 Knochen und 4 habe ich. Nein, kann ich nicht. Aber ich kann eine Predigt machen. Kriege ich wenigstens noch mal ein bisschen Geld. Außerdem sind dann alle ein bisschen glücklicher. Die vorletzte Kette wurde gesprengt. Jetzt müssen wir da rein. Ja, 12 brauchen wir, um hier rein zu können. Und die haben wir. Also ich sag's jetzt schon mal, viele von diesen Erfolgen werde ich wahrscheinlich offscreen machen, weil mir das onscreen zu anstrengend wäre. Beispielsweise bei jedem Boss No-Hit durchzukommen. Also wir könnten das bei dem ersten Boss tatsächlich versuchen. Da könnte ich das tatsächlich wahrscheinlich sogar momentan schaffen. Aber wenn, nachdem wir hier Story gemacht haben. Ich will jetzt wirklich mal langsam das Spiel durchkriegen. Das Gebiet sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ein Nekromantenschwert und Angriff der Krone. Ach, besessen. Einfach nur ein ganz normaler Feuerschuss mit besessen drauf. Warum habe ich so ein Pech? Spiel sagt ja schon, verkack den One. Wir lesen nicht, wir zerstören. Was ist das für ein lustiges Ding? Machst du was, wenn ich näher komme? Da kommen Spinnen raus. Und zwar eine ganze Armee. Ich halte aber nicht besonders stark. Und einer geht gerade Herzen sammeln. Da drüben ist noch ein Fernkämpfer. Ich dachte gerade, warum geht das Level nicht zu Ende? Ach, ran das Essen. Oh, direkt Rohladen.
Karte aufgedeckt oder 10% kein Schaden. Wir nehmen den Schaden. Karte aufgedeckt ist unnötig. Ja, und ich würde dann auch direkt hier was mitnehmen. Mit heißen. Ja, mein Waffenschaden erhöht sich um 1,5%. Sogar eine aufgewertete Version. Ich die Steine wenigstens schnell kaputt. Ah, Spinnenseite, das war's, was mir gefehlt hat. Hallo? Her mit den Knochen. Okay, Spinnenseite will ich auf jeden Fall sammeln. Das brauche ich für die letzten Upgrades. Bergkämpfer sind überhaupt keine Gefahr. Das ist mir. Der ist jetzt besessen, ne? Toll, was hat mir das gebracht? Gar nichts. Besessen ist so unnütz. Meine Güte. Ich habe aber auch immer so ein Glück bei den Runs, ne? Nein, böse. Ich will zuerst den Schwertkämpfer loswerden. Dann den da. Tschüss. Da ist schon wieder so ein Fernkämpfer noch übrig geblieben. Ich glaube, du mir jetzt zweimal einen Schuss verpasst hast. Der wann schießt ihr so schnell? Kann er mal mehr Spinnenseite auftauchen? Ich brauche noch richtig viel davon. Ich gehe erstmal im vorherigen Raum nach oben. Spinnenparty! Oh, die kuscheln miteinander. Ist ja nicht easy, die wegzuklatschen. Spinnen sind ja mega einfach. Danke für die Knochen. Ich wollte gerade schießen, habe aber nicht gesehen, dass ich keinen Schuss bereit hatte. Ja, die Spinnen sind komplett ungefährlich. Gefällt auch die Hintergrundmusik von dem Gebiet hier. Ah, der letzte Priester. Ich warte bei dem Felsen des dunklen Meeres, obwohl es lang in Sturze so aus. Im Schlund der spitzgezahnten Bestien des stotternden Herzes. Dann war es aus. Er war der fünfte Bischof des alten Glaubens, unser Bruder Narinda. Doch im Laufe der Jahrtausende wurde er mit einer Rolle immer unzufriedener. Er begann zu zweifeln, er war unersättlich in seinem Ehrgeiz und in seinem Leichtsinn liebte ich ihn. Deswegen verlor ich meinen Verstand, deswegen verlor er seine Freiheit. Kannst du einen solchen Rat fassen, Lamm? Die Deinen, die sich gegen dich wenden, willst du das gerne herausfinden? Er war der fünfte Bischof des alten Glaubens. Unser Bruder Narinda. Oh, unser Bandido. Hallo? Warum kämpfst du gegen mich? Hallo? Du gehörst doch zu meinem Kult. Jetzt habe ich jemanden aus meinem eigenen Kult umgebracht. Aber ich hätte auch keine andere Wahl. Greift er mich einfach an. Ich hoffe, das macht er nicht so oft. Das fände ich sehr unangenehm.
Da kriege ich eine Tarotkarte und direkt ein Haus. Dann links ist nur Geld und Leben. Ja, ich nehme Tarotkarte. Ich nehme den Eifer. Das wird noch aufgeladen. Weiter geht's. Wir gehen zum Haus. Da oben leuchtet so schön weiß. Oh, ich krieg wieder Sachen geschenkt. Anhängerform. Oh, die sieht ja cool aus. Das ist eine Fledermaus. Und ich krieg auch noch ein Geschenk. Ach, Kater-san, du bist super. Ja, das Gebiet ging ja relativ schnell, ne? So, wie viel kann ich dir mopsen? 30. Das ist saftig. Was ist denn das für eine coole Falle? Ich habe genau den getroffen, den ich treffen wollte. Können sich mit den Bomben gegenseitig verletzen? Wieso konnte ich ihn jetzt eigentlich nicht angreifen? Das ist ja die Falle, ne? Oh, war alles im Raum. Tschüss. Wenn ihr damit euren Kollegen schadet, habe ich nichts gegen eure Bomben. Aua. Dieses Besessen ist so kacke. Die greifen sich zwar ab und zu dadurch gegenseitig an, aber ich kann sie in der Zeit nicht schlachten. Das ist so Müll. Es war ein Downgrade, dieses Besessen freizuschalten. Ah, wenigstens mal ein bisschen Spinnenseide. Ist hier irgendwo Laden in Sicht? Scheinbar nicht. Zu viele Viecher auf meinem Bildschirm. Bin eigentlich ausgewichen, aber danke, Spiel. Ich kann hier manchmal keinen Schaden machen. Ist das so eine Fähigkeit von den Spinnen oder ist das Schwert einfach nur Kacke? Also, dass das Schwert schlecht ist, das weiß ich ja sowieso. Jede Waffe wäre besser gewesen, selbst der Dolch. Hätte ich wenigstens schnell zuschlagen können. Oh, diese Spinneneier direkt kaputt machen. Da vorne wäre der Boss. Ein Vampirschwert. Oder die göttliche Pest. Ich nehme die Pest. Das Schwert wäre keine Aufwertung, aber so besser ich wenigstens meinen Zauber auf. Ah, hier ist der Tarotladen. Nehme ich gerne. Ich habe hier noch ein paar Räume vor mir. Und nehme ruhig meine Münzen. Hoffentlich kriege ich was Gutes. Bewegungstempo zweimal so hoch? Sehr gerne. Speedy! Oh, bin ich schnell! Ich hab Speed gefressen, ja! Ihr entkommt mir nicht mehr! Ich
hatte noch nie doppelte Geschwindigkeit. Aber ich find's geil. Jetzt war der richtig schnell. Das in Kombination mit dem Hammer. Oh, und wir haben einen Spinnenboss. Richtig geil. Ja komm, krieg mich doch, krieg mich doch, krieg mich doch. Aua. Okay, einfach achten, wo sie runterkommt und draufhauen. Sunny, du darfst ruhig einmal in den Reihen jumpen, ne? Ach, einfach draufhauen. Ist eh fast tot. Easy! Okay, der Spinnenboss, der war ja mega leicht. Und ich bin immer noch so extrem schnell. Rote Beete? Ich nehme die rote Beete zusammen. Habe ich direkt ein neues Gemüse zum Anbauen. Arriba, arriba, andale, andale! ...141 Knochen. Und wir haben einen neuen Anhänger. So, wir haben wieder eine göttliche Inspiration freigeschaltet. Dann mache ich gleich die Schreibflamme auf Maximum. Und dann können wir die Hingabe richtig schnell ernten. Wenn ich mal ein bisschen länger im Hause hier bleiben muss. Als nächstes würde ich dann auf die Missionaren gehen. Dann hier auf die Erntesachen. Dann die beiden Tabernakel, nee, warte, die Tabernakel als letztes, die Steinminen und die Holzplätze muss ich auch noch aufbessern. So, Ritual des Fischens muss ich noch machen. Dann kann ich ein bisschen angeln gehen, vom Prinzip her. Wäre vielleicht nicht so schlecht, mal ein bisschen Essen holen. So, können wir auch noch jemanden wiederbeleben? Ja. So, wen holen wir denn zurück? Ich würde sagen, wir holen Darauf zurück. Der war viel zu kurz da. Kehre zu uns zurück, Darauf, kehre zurück! Im Übrigen, wenn er steht, der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal, dann ist es, wenn nur über PC möglich. Kriege ich dann immer so eine Möglichkeit, was mir antun oder helfen könnt. Oh, guck mal. Ich würde sagen, Holzplatz verbessern wir als erstes. Nee, ich wollte die Missionaren eigentlich auch besser, ne? Egal, kriegen wir Holz. Was Goldbahn benötigt. Ganz toll. Großes Kino. So, der macht mal. Ich mach hier das Geld. So, die Holzplätze kann man schon mal aufwerten. Zumindest einen davon. Ja, arbeitet, meine Anhänger, arbeitet. Oh, die Hingabe wird echt schnell erzeugt. Das waren, glaube ich, keine 2 Minuten. Für die 100. Also, diese Schreinflammen, die hätte ich mir früher holen sollen. Ich wäre wahrscheinlich schon mit allem durch. Danke für die 2 Goldbahnen. Kann ich direkt noch eins davon umändern. Kann ich auch schon aufwerten? Nee. Ich bräuchte 10 Goldbahnen nochmal dafür.
eh gleich wahrscheinlich noch mangeln. So. Und ein paar davon noch. So, diese Holzhitzen. Machen die jetzt einfach nur, dass ich mehr Holz generell kriege, oder könnte das bitte so sein, dass die einfach nicht mehr kaputt gehen können? Das wäre sehr toll. So, bis zur Stufe 3. Brauche ich auch erstmal wieder Spinnenseide für, oder? Nee, aber ich brauche 20 von diesen Goldbahnen. So, Sunny arbeitet hier. Und das können wir auch eben kurz ohne Sunnys Hilfe machen. Einmal kurz nach Anura reißen. Den Gehirnwäschepilz, und dann können wir ja versuchen, mal den No-Hipper Hecke zu schaffen. Na gut, wenn ich gegen Hecke kämpfen will, wäre Sunny eventuell doch ganz nützlich gewesen. Naja, jetzt ist auch egal. Obwohl, eventuell nicht. Kult. Nee, ich sollte generell nochmal zurück, eben kurz. Ich habe vergessen, sie zu füttern. Die sterben mit uns alle. So, da rechts will ich gleich auf jeden Fall hin, weil dann kann ich nämlich mein Zeug nicht verlieren. Wer bist du denn? Ach, Tau. Oh, da Kreuzfahrer. Heißt es, ohne einen Kater durch die nächsten paar Kampfräume schaffst, also ohne Schaden zu nehmen, zaubere ich dir eine Belohnung herbei. Aber wenn du versagst, nun, dann gibt es nichts für dich. Okay, klingt nicht so, als ob ich jetzt wirklich großartiges Negatives habe. Und der Räume geschafft. Du bist ja was ganz Besonderes. Wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Was solltest du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Auch einfach ein großes Geschenk. Der freut mich. Danke. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt den Schneckenmann ärgern. Gib mir Lachs. Wir prüfen jetzt, was passiert, wenn man die Schnecke ärgert. Ja, du warnst mich. Ich höre auf, sobald ich weiß, was ist passiert. Ah, okay. Einfach nur ein Kampf gegen ihn. Ich habe ihn besiegt. Ich habe dafür einen Schrein bekommen. Okay, ich hätte mich schlecht gefühlt, hätte ich die Schnecke umgebracht, obwohl sie mir eigentlich gar nichts tut. Aber wollte halt mal wissen, was passiert, wenn man den richtig stark reizt. Und das wissen wir ja jetzt. Ich wollte gerade wegrollen. Ich kann einen Anhänger opfern. Oder zum Kult zurückkehren. Möchte ich einen von ihnen opfern? Ach komm, hau ab, Opferlampf. Ich opfer dich für ein weiteres Leben. Ich habe ihn gegessen. Dann haben wir das auch mal gesehen. Und tot ist er. Ich nehme die Goldklumpen. Ich glaube halt echt nicht mehr, dass wir das mit den Gold... Mit den Pilzen schaffen. Ich gehe jetzt einfach bei dem nächsten Raum direkt zu Hecate.
Was anderes macht jetzt keinen Sinn mehr. Ich muss die großen Frösche erstmal loswerden. Schon verkackt. Und tschüss. Ah, leider kein No-Hit. Mach ich irgendwann auf Screen. Die Knochen nehme ich noch mit. Und dann ab nach Hause, weil die verhungern gleich. Die eine Mission ist halt gescheitert. Jetzt habe ich 30 Minuten für nichts verschwendet, ne? Vom Prinzip her. Naja, wir haben ein paar Anhänger geholt. Na komm, zweite Steinmine. Jetzt kann ich sie ja herstellen, dem Missionaren. So, wir wollen auch noch die Steinmine hier wieder neu aufbauen. Was brauche ich denn zum Aufbessern? Natürlich brauche ich Seide. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich kann alle Anhänger Loyalität erhalten lassen für Yannick. Scheint aber nicht einen großen Unterschied zu machen, auf welchem Level man das macht. Wo ist denn der Grüne, der gerade noch im Weiß unterwegs war? Kann ich den nicht opfern? Na gut, Yannick. Let's go. Ach, das war Yannick. Der ist hier drin, du, wie grün. Haben ein paar Level-Ups gemacht. So, und jetzt würde ich gerne Yannick Krieg wieder zurückholen. Guck mal, geopfert, um alle Loyalität zu erhöhen und direkt wieder zurück. Perfekt. So, was wollen wir denn jetzt? Die Ernte-Totems wollte ich als nächstes holen, ne? Weil die Tabernakel eigentlich relativ unnötig sind. Oder bringt die zweite Stufe was? Einfach nur gucken, ob aufhört mein Tabernakel irgendwas bringt. Wenn nicht, war das jetzt verschwendet. Den hat der vorher gebracht. Okay, das bringt nichts. Kann man dann da ernten. 20. Das ist ja überhaupt nicht wert. Ja komm, dann ist der Tabernakel wenigstens abgeschlossen. Ist eh egal, was ich mittlerweile aufwerte. Nur noch 4 Sachen müssen wir, meine ich. Einmal ist alles auf der rechten Seite mittlerweile, ne? Die beiden Erntetotems, die Knochendekoration. Ah ne, die einfachen Dekorationen hatte ich schon geholt. Ja, nur noch 3-mal aufwerten. Dann sind wir mit den Inspirationen durch. So, dann machen wir mal den letzten Tabernakel. Vielleicht bringt er dann endlich was. Ich bezweifle es. Aber dann haben wir das wenigstens einmal gebaut. Und 40 können sie hier hinterlassen. Das Ding ist einfach schon wieder voll.
Ich habe das doch gerade erst abgeerntet. Okay, wir kriegen einen gnadenlosen Dolch. Und den Ico-Auswurf. Das ist sogar ein explodierender Ico-Auswurf. Und tschüss. So, ich hoffe mal, dass der Priester jetzt nicht wieder einen 31er Move macht und nochmal jemanden von meinem Kult einfach auf mich hetzt. Oh, ich sehe schon den Boss dieser Gegend, ne? Entweder der Skorpion oder ein Tausendfüßler hier. Bitte lass es den Tausendfüßler sein. Das wäre so ein cooler Boss. Okay, wir haben gesehen, wie der angreift. Der lässt Stacheln auf seinen Körper schießen, wenn ich ihn angreife. Diese Spinne. Aber wir hatten schon die größere. Wieder irgendwer ist alt geworden. Aua. Boah, der greift richtig schnell an. Hier ist Tarolan. Oh, verbrauchen 100% weniger Eifer. Kann ich direkt einen mehr schießen. Und was kriege ich hier Schönes? Giftschaden! Wenigstens ein bisschen mehr Tippage. Der Deutsche macht ja keinen Schaden. Da freue ich mich. Da war ein cooler NPC. Ich übersehe einen Knochen nach dem anderen. Was bist du denn für ein cooles Ding? Kommt alle her, kommt zu einem Palast des Wunders und der Freude. Wo alles, das glänzt, Gold ist versprochen. Höhle ist mir das 7 Tage die Woche geöffnet. Oh, kann ich gambeln gehen? Höhle des Midas, da gehen wir nach dem Run hin. Ich will diese Statue mitnehmen. Oh ja, ich werde auf jeden Fall gamblen. Ich gamble, bis mir die Seele aus dem Leib springt. Boah, bitte lass den Boss so ein Tausendfüßler sein. Das wäre irre cool. Danke. Für das kranke Herz. Jetzt habe ich 2. Okay. Wir nehmen den Anhänger auf jeden Fall mit. Und wenn ich dann gleich einen wiederbelebe, kommen wir auf die 20. Oder nee, ich meine, wir waren gerade auf 19. Spinnlein, Spinnlein an der Wand. Ja,
Nee, erst den linken. Das ist ein Bob-Dude. Bomben sind schlimmer als Spinnen. Heißt nicht, dass ich direkt 10 von denen ins Gesicht haben will. Dann auch noch die großen. Ja, nee, greif ein bisschen mehr an. Ist ja genauso nützlich wie bei Tower of Fantasy. Was? Bei dem mache ich gleich eine Anhängerziehung. Ich sehe die ganze Zeit, dass da welche im Chat sind. Wenn ihr am PC seid, könnt ihr euch einen Anhänger gleich erstellen. Dann ist der 10. einer von euch. Dann ist der 20. wenigstens besonders. Ich gehe hier gleich hin wegen Fragezeichen. Der Giftschaden ist gleich der, der das ganze Game richten muss. Das Ding, da verstehe ich noch nicht ganz. Also diese Falle. Die ist so einfach zu umgehen. Wofür ist die? Aber euch habe ich keinen Bock. Spawner zuerst. Kämpft der mit dem Hammer, der Dude da unten? Ohne Tarotkarte. Habe ich mein schwarzes Pferd wieder aufgefüllt. Nochmal mehr Chance auf kritische Treffer. Danke, ich habe ja schon die Crit-Waffe. Die Skorpione sind nerviger als die Spinnen. Könntest du mal auf die Lebenden schießen statt auf die Toten? Das wäre zur Abwechslung nützlich, Dani. Und mach wenigstens Wände kaputt. Muss ich hier weniger abbauen. Hallo? Meins? Nein! Eifer oder Schaden beim Rollen? Ich nehme den Eifer. Das ist wenigstens irgendwo nützlich. Vielleicht habe ich ja Glück und krieg zumindest einen besseren Zauber. Oh ja, yeah, taucht der Typ jetzt auf jeden Fall wieder auf. Ich bin nicht mehr das, was ich einst war. Ich bin zwar nicht mehr weise. Aber auch kein A. Ich weiß, dass das Ende naht. Ich kann in einer Beichte etwas Trost finden. Die Schulden lassen schwer auf meinen Schultern. Ich habe ihm die Idee des Mannes ins Nahe gebracht. Denn mein Gebet, das Wissen und dieses entwickeln sich stetig fort. Ein natürlicher Zustand für mich.
Aber für ihn höchst unnatürlich. Der Tod kann nicht rückwärts fließen. Ich war es, der veranlasste, dass er in Ketten gelegen wurde. Dass er von uns Vieren in die Unterwerfung gezwungen wurde. Niemals! Ein Löwe in der Gestalt eines Lammes. Ich habe nichts anderes von einem Gefäß der Roten Krone erwartet. Sehr gut, der Krieg ist ebenfalls mein Bereich. Lass bitte meine Anhänger in Ruhe. Danke. Fanny rennt einfach jeden Gegner instant. Kann es sein, dass die Skorpione ihren Kameraden auch Schaden machen? Der Deutsche macht gar keinen Schaden. Ah, so viele Knochen. Wenigstens damit kann ich was anfangen. Und mit der Seite, die ich gerade eben bekommen habe. Oh nee! Was ist denn das für ein Ekelhaft darauf? Tschüss. Eisberührung oder... Ach, wenigstens ein besserer Zauber. So, Fragezeichen. Geld! Geld! Hab ja nicht 413. Ich habe auf was Besonderes gehofft. Ein Zauber, mit dem man was anfangen kann. Der ist so gut, der Zauber. Ich glaube, die Spinnen könnten sich auch nicht wehren, wenn man sie verprügelt. Also, was bleibt mir da aus? Immer schön reinziehen. Und tschüss. Lass das Vieh erstmal in Ruhe. Ich will so viele von den Eiern wie möglich loswerden. Jetzt muss ich nur darauf hoffen, dass ich noch irgendwie eine bessere Waffe bekomme. Vor dem Boss am besten. Da ist Gegnerraum und da ist auch Gegnerraum. Nein! Komm, gute Waffe, gute Waffe! Ein Hammer des Kriegs, hi, was? Ja, toll, der Hammer. Ist immer noch besser als der Deutsch gerade.
kann ich wenigstens mal hinten Schaden austeilen. Am liebsten hätte ich eigentlich lieber Axt. Oder die Klaue. Ich werde der Laden ist rechts. Da habe ich es wegen dem blöden Vieh nicht geschafft, das Ei rechtzeitig kaputt zu machen. Und ich lag richtig mit meiner Wette. Hole ich jetzt meinen Gewinn ein? Bessere Truhe. Komm bitte, irgendwas Brauchbares. Na, kann Zusatzschaden sein. Chance, dass zusätzlich auch noch ein Projektil kommt. Bei einem Hammer. Beim Deutsch ist das mit den Projektilschocks richtig krass. Weil wenn man Glück hat, kommen da einfach 4 Geschosse hintereinander. Ja, es ist ein 1000-Pfiesler-Boss. Wie ich es erhofft habe. Oh, der macht so Giftpfützen. Also den Boss finde ich cool. Und tschüss. Jetzt haben wir so einen Spinnenanhänger. Jetzt kommen wir auf die 20. Ich nehme die rote Beete. Mittlerweile kann ich Essen am ehesten brauchen. Ja. Hätte schon mal geschafft, ne? Einfach zu schön. So, ich kann was aufwerten. Nehmen wir die Totems. Ja, und das Hingabe-Ernte-Totem, das wird sogar relativ unnötig sein, wenn ich nichts habe. Hier, Ernte-Totem. So, jetzt werden ein paar davon gebaut. Sunny liegt nicht schlafen. Mann. Ich weiß immer, was ich sagen muss. Wenn den Jungen nicht dran erinnert, dann legt er sich niemals hin. So, Erntetotem nochmal aufwerten. Und danach brauchen wir eigentlich nur noch einmal mit der Hingabe das voll haben. Dann haben wir alles hier freigeschaltet. Fehlt nämlich nur noch die Dekoration hier. Das sollte sogar relativ schnell gehen, tatsächlich. Gebt mir euer Geld! Alter! Wie viel war das jetzt? Muss Frogge noch opfern, damit er nicht tot umfällt. Gibt 88 Hingabe, etwas, was ich eh kaum noch brauche.
Hogwarts glücklich, Körper zu werden. Ich hab 2000 dadurch bekommen. What the hell? Ich bin reich, Leute. Der wollte einfach insgeheim, dass ich reich werde. Oh, ich seh dich. Du brauchst nirgendwo hinrennen. Ich sehe dich. Und noch ein Erfolg dann für heute. Ich habe keine Geldprobleme mehr. So, ich wollte noch in die Höhle des Midas heute. Dann können wir für heute auch schon Schluss machen. Willkommen, willkommen. Seht her, wir haben einen Besucher. Oh, hört auf zu lachen. Und der Gast mag nicht viel hermachen, aber nicht alles, was Gold ist, glänzt. Mein lieber neuer Freund, die Höhle des Midas bedient eine ganz bestimmte Klientel. Wenn du die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllst, willkommen, falls nicht. Bitte dreh dich um. Du bist der Gast hier. Stöbe ruhig ein wenig herum. Sobald du Fragen hast, ist Midas dir gerne behilflich. Hier vertrauen wir den Göttern unser kostbares Gold an. Manchmal geben sie uns in ihrer Güte mehr davon zurück, doch bisweilen ist es verloren. Aber es steht uns einfach unsterblich nicht zu, das zu hinterfragen. Anwesende ausgeschlossen natürlich. Aber um einen solchen Dienst in Anspruch zu nehmen, verlangt unsere Gemeinschaft eine, nehmen wir es, eine Spende. Für jemanden mit deinen Talenten sagen wir 10 Goldbarren. Nimmt ruhig. Oh, du bist großzügig. Ich hätte die Hälfte davon akzeptiert. Du bist wirklich nicht gut im Wandel, oder? Der Brunnen steht dir zur Verfügung. Wende ihn so oft, ist dir beliebt. Möge das Glück dir Holz sein. Boah, 350 soll ich da abdrücken. Erstmal kaufe ich mir alles, was ihr hier habt. Ich hab das Geld. Geldprobleme habe ich wirklich nicht mehr. Sah der Schädel ekelhaft aus. Könnt mir auch die Anhängerformen jetzt eben kurz alle aufkaufen, ne? Muss ich nicht drauf hoffen, sie irgendwie random zu bekommen. Das war eine coole Form. Ach, wir haben jetzt alle. Zumindest hier. Das letzte war so ein Ohrenkneifer. Okay, der Pakt klingt gut. Das klingt auch mega nice. Ich muss gleich nochmal wiederkommen mit Goldbahn. Also die Fähigkeiten, die ich hier holen kann, sind auf jeden Fall mega gut. Den schwarzen Echo würde ich jetzt nicht unbedingt so nice finden. Aber der Pakt ist auf jeden Fall auch noch richtig gut. So, was kann ich hier vorne? Warum kann ich hier einen Anhänger opfern? Ist irgendwer alt genug, dass ich ihn opfern wollen würde? Wir können das Opferlamm reinstecken. Also das, was eh erst seit kurzem da ist. Hier, den hier. So, was passiert jetzt mit dem? Der ist ein komischer Klumpen geworden. Wunderbar, wunderbar, ja, viel besser. Ich habe noch ein paar mehr davon, weil es mir helfen wird, meine Sammlung zu vergrößern. Ich muss eben 4 Anhänger opfern, um einen Vlies zu bekommen. Ein ganzes. Na gut, dafür habe ich ja meine Opferlämmer, ne? Für was anderes sind die nicht da.
sind dafür da, geopfert zu werden. Eine weitere Ergänzung für meine Galerie, wie wunderbar. Ich habe noch ein paar mehr davon, falls du mir helfen willst, meine Sammlung zu vergrößern. So, jetzt habe ich wieder ein ganzes Vlies. Ich hatte ja noch zwei von dem Fischhaini. Habe ich noch ein Opferlamm? Spiderman, Spiderman. Ja, das ist der Spiderman. Oh, und dieser hier ist besonders gut geraten. Es hat sich zu einer höchst zufriedenstellenden Beinwahrung entwickelt. Man kann mich grausam nehmen, aber... Was anderes sind die Opfertypen halt einfach nicht da. Beziehungsweise die Random Dudes. Auch der Erkunder, der ist für nichts anderes da, als Opfer zu ziehen. Es sieht so grausam aus. Bravo, bravo. Leider ist dieses letzte Stück, das ich habe. Danke, dass du mir hilfst, meine kleine Sammlung hier zu vergrößern. Sie sind in der Tat ein sehr großzügiges und gütiges Lamm. Und da sind jetzt meine Opferlämme rein. Ja, guck mal, keiner von den wichtigen Leuten wurde jetzt dafür geopfert. Dann gehen wir mal 350 hier rein. Komm in 3 Tagen zurück. Das sah so gemein aus, was ich getan habe. Es war vom Prinzip auch mega arschig. Einmal kurz zu dem Fischdude. Hier bei der Schmugglerstätte. Dann kaufe ich mir dort auch eben kurz alle Anhänger. Und auch das hier kaufe ich mir eben kurz von ihm. So, dann muss ich nämlich da eigentlich nie wieder hin. Zu den Ankertiefen. Obwohl doch, einmal muss ich da noch hin. So, wir holen uns die Anhängerbomben hier. Ich muss so oder so einmal noch in die Ankertiefen, aber dann muss ich wenigstens weder Deko noch hier die Anhängerform mitnehmen. Aus den Ankertiefen. Ich finde es viel besser, wenn ich dann die kriege, die man random kriegen muss. Und nicht eben abhängig sind. So, einer fehlt noch, ne? Nee. So, jetzt fehlen nur noch die 6 Allgemeinen hier. Alle anderen haben wir. Das ist nämlich auch ein Erfolg, alle Anhängerformen. So, der will hier die Augen der Zeugen haben. Habe ich eigentlich irgendwas übersehen, was diese einen Teile angeht? Ah, da unten ist noch ein Gebiet wahrscheinlich, so wie das aussieht. Warte mal, ich müsste doch jetzt in der Höhle des Midas. Ja, den Pack kaufen können. Ich wette, es gibt noch einen Teil, wo man hin kann. Das würde auch von den Karten her Sinn ergeben. Ja, vom Prinzip her habe ich hier alles. So, ich kaufe mir von dir die Deko. Weil nach wie vor ist es besser, wenn ich sie so habe. Weil dann habe ich mehr Chance, das allgemeine Zeug zu kriegen. So, ich komme sofort einmal wieder. Ich gehe jetzt einfach mal random irgendwo hin. Damit dann nochmal was im Shop ist. Ah, okay, der refresht sich nicht. Okay. Habe ich eigentlich bei Anora alle Deko-Sachen eingesammelt bisher? Ja, scheinbar. Ich muss da mal durchgucken.
ob ich jetzt alles allgemein eigentlich schon habe, weil dann brauche ich ja wirklich gleich einfach nur bei den Seiten, na, ja, was heißt gleich beim nächsten Mal. Einfach nur mal eben kurz finden, ja. Allgemein habe ich alles. Deko fehlt nur noch das eine Teil von den Seidenwiegen. Und das werde ich 100 Pro noch bekommen. Dann haben wir alles hier an Gebäuden. Und können da auch nichts mehr aufwerten. Ja, nice. Also da kann man sich ja echt nicht beschweren, ne? Ich danke ja auf jeden Fall jedem beim Zuschauen. Also wem es gefallen hat. Abo und ein Like da lassen. Dafür bedanke ich mich. Follow auf Twitch. Finde ich auch nicht verkehrt. Beim nächsten Mal würde ich dann versuchen, dass wir das Spiel endlich abschließen. Ich würde offscreen tatsächlich gucken, dass ich in den Ankertiefen das eine Auge hole. Weil ich fände es jetzt nicht so interessant, dafür jetzt nochmal extra einen Stream zu machen. Dass ich dann gucke, dass ich die vorherigen Bosse alle mal No-Hit schaffe. Das würde ich mal versuchen, so offscreen. Ich verabschiede mich damit dann auf jeden Fall jetzt an der Stelle. Tschüss, ihr von YouTube.